Wenn ein Kind groß geschätzt wird, groß im Sinne von schwer, das Geburtsgewicht schwer, beziehungsweise auch andere Körpermaße, wie zum Beispiel insbesondere der Kopfumfang bei einer Schädellage oder auch der Bauchumfang bei einer Beckenendlagengeburt. Da geht es dann um die Frage, ist die Geburt möglich und gut möglich oder wird sie erschwert? Und da kann man sicher sagen, je schwerer ein Kind ist und je größer die entsprechenden Umfänge sind, immer natürlich in Abhängigkeit von der Größe auch der Mutter, umso schwieriger wird möglicherweise die Geburt. Man kann das nicht wirklich vorhersagen, aber man weiß aus der Erfahrung, dass einfach bei sehr schweren Kindern oder Kindern mit sehr großen Kopfumfängen, Bauchumfängen einfach die Geburten durchaus zögerlicher verlaufen, bis sogar auch unmöglich sind. Und wir dahingehend ab einem Schätzgewicht von 4500 Gramm sicher einen Kaiserschnitt empfehlen, um einfach schwierige Geburtsverläufe und Verletzungen und so weiter zu vermeiden.